folgende Regel, ja, die allerwichtigste Regel vielleicht sogar bei der Telefonakquise, eigentlich genauso wie im Außendienstvertrieb, ja, gilt die 80-20 Pareto-Regel. Ja, hallo, grüß euch. Heute geht es darum, welche Skills du brauchst, um in der Lead-Generierung B2B erfolgreich zu sein. Ja? Sowohl als Angestellter, als Selbstständiger oder als Vertriebler im Außendienst, als Handelsvertreter, whatever. Ja? Und zuallererst mal gleich, um einen Mythos aufzuräumen, ja, für Lead-Generierung braucht man nicht verkaufen zu können. Ja? Das ist natürlich Quatsch, denn man verkauft ja dort sozusagen den Besuchstermin, ja, ist ja völlig klar. Alles, was Sales Marketing betrifft, geht es immer darum, verkaufen zu können. Aber stimmen tut auch, dass die in der Lead-Generierung man natürlich ein bisschen anderes Skillset benötigt, als wie letztendlich im Außendienst zum Beispiel, ja. Und letztendlich können wir das auf drei verschiedene Skillsets zu unterbrechen, ja. Also, das erste ist mal Skill für Lead-Generierung ist die verkäuferisches Talent, ja? Und ich erkläre auch gleich damit, was ich damit meine. Ja? Verkäuferisches Talent, ja? Also Skills. Das erste ist Talent. Und ich meine damit nicht, und das ist auch ein großes Missverständnis häufig, ich habe das wirklich dutzende Male erlebt, dass ich zum Beispiel einen Mitarbeiter habe, der von sich behauptet, er wäre sehr gut in der Telefonakquise und glaubt dies so, da er sehr gut reden kann. Ja? Und hier gleich mal folgende Regel, ja, die allerwichtigste Regel vielleicht sogar bei der Telefonakquise, eigentlich genauso wie im Außendienstvertrieb, ja, gilt die 80-20 Pareto-Regel. Ja, und was besagt diese 80-20 Pareto-Regel? Vielleicht kannst du es dir schon vorstellen, ja, 80% selber reden, nein, 80% zuhören, ja, also in Englisch listen, ja, und 20% reden. Ja, talk. Das heißt, das Verhältnis ist 80-20. Das heißt, wenn du jetzt eine Stunde Zeit nimmst, ja, wenn du jetzt eine Stunde, sagen wir mal, im Telefongespräch ist es meistens nie recht länger wie eine halbe Stunde. Wenn du jetzt eine halbe Stunde nimmst, dann redest du maximal 5 Minuten, wenn überhaupt, ja, und die anderen 25 Minuten spricht dein potenzieller Neukunde, mit dem du den Besuchstermin generieren willst, letztendlich, ja. Warum ist das so? Ganz kurz nur dazu, weil du natürlich besonders in der Kaltakquise, also dass du kälter du im Prozess bist, ja, vom Erstkontakt bis hin zum 2, 3, 4, 5, 6 Kontakt, Besuchstermin, zweiter Besuchstermin, Angebotserstellung, Workshop und so weiter. Desto weiter du quasi von deinem Ziel entfernt bist oder desto kälter der Kontakt, ja, desto weniger weißt du eigentlich, von was du redest. Ja? Desto mehr Halbwissen hast du egal wie gut deine Recherche war, über deinen potenziellen Neukunden. Das heißt, desto weniger ist es an dir zu reden. Denn es geht nicht darum, wer du bist und was dein Produkt kann, sondern es geht darum, wer dein Kunde ist, dein Gesprächspartner, und es geht darum, welche Probleme der hat, welche Systeme, was gerade nicht funktioniert, was man noch optimieren könnte, wo sind Reibungspunkte, wo sind Schmerzpunkte. Ja? Ich habe das schon so häufig erlebt, dass jemand reingeht mit einem gewissen Produkt, das auch super Produkt ist oder Dienstleistung, und dann einfach redet und quatscht und macht. Und jemand anderes telefoniert mit der gleichen Person, ja, redet nur, sagen wir mal, ein Fünftel der Zeit, aber über ein ganz anderes Thema. Warum? Weil er einfach erstmal herausgefunden hat, wo eigentlich der eigentliche Bedarf liegt. Ja? Und der liegt nämlich vielleicht in einem ganz anderen Bereich. Und deswegen ist es einfach so wichtig, ja, also diese 80-20-Regel hier, das meine ich mit verkäuferischem Talent, ist mehr zuhören als reden. Ja?
ein großes Missverständnis da draußen, weil auch viele da draußen natürlich auch ihre Kurse kaufen und so, na, wie kann ich dieses irgendwelche Einwandbehandlungen machen und so weiter, ja. Ist alles schön und gut, ja, alles wichtig und im B2B ist es aber nur teilweise auch anwendbar, weil viele ja diese ganzen sozusagen verkäuferischen Taktiken ja kennen, ja. Also ich meine, das sind ja, die sind ja auch nicht alle auf den Kopf gefallen, ja. Im Endkundenbereich, Konsumerbereich, wenn du jetzt halt, sagen wir mal, ja, nicht ganz so hochrangige Personen hast, ja, dann ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, ja. Aber es ist leider also so, dass in der Regel gilt die Regel auch, dass desto besser edukiert, also desto besser ausgebildet dein potenzieller Neukunde, desto weniger funktionieren diese ganzen Einwandbehandlungstricks und psychologischen Sachen, ja, und NLP und so weiter. Dass das immer gleich bei jedem funktioniert, ist natürlich totaler Quatsch. Ja. Also, verkäuferisches Talent, jetzt mal so abgehakt, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dieser Punkt, dass wir den mal verstehen. Das zweite ist die fachliche Kompetenz, ja, also das Fachliche. So. Die fachliche Kompetenz ist super wichtig, denn wenn du jetzt, desto höher du gehst, desto mehr ist sie auch wichtig. Denn es wird sehr, sehr schnell komplex. Ja. Im B2B ist es einfach so, da geht es um Maschinen, da geht es um Zusammenhänge, um die Kombination aus Technik und Wirtschaft. Ja. Es ist immer komplex und es wird auch nicht weniger komplex da draußen. Ja. Das kann ich dir versprechen, mit der ganzen Digitalisierung und so weiter. Und es gibt jetzt mittlerweile auch keinen Bereich mehr im B2B, ja, der nicht auf irgendeine Art und Weise mit der Digitalisierung tangiert. Ja, also du solltest dir vielleicht auf jeden Fall dich in Digitalisierung immer auf den letzten Stand bringen, egal was du da draußen tust, ja, im B2B-Bereich. Und wenn du das nämlich nicht alles hast, dann wird es dir sehr schwer fallen, auch nur, also meine Entscheidergespräche, ja, die sind teilweise 20, 30 Minuten lang oder sogar ein bisschen noch drüber. Die längsten sind meistens so 45 Minuten, manchmal sogar eine Stunde. Und du wirst dir sehr, sehr schwer fallen, wenn du so lange ein Gespräch aufrechtzuerhalten, ja, wo dann wirklich ein komplettes Profil machst, ja, wenn du zum Beispiel eine ERP-Lösung verkaufst wie SAP Business One, ja, dann brauchst du einfach ganz, ganz viele Details und Informationen über deinen potenziellen Neukunden. Wenn du am Ende dann eine 14-17-seitige Angebotserstellung daraus machen willst, ja, die, sagen wir mal, eine Implementierungskosten von summa summarum 700.000 oder 1 Million Euro dann ist, ja, hatte ich zum Beispiel letzte Woche. Ja. Also 600.000, 700.000 Euro Angebotserstellung, das kannst du natürlich nicht, wenn du hier nur so 5-Minuten-Gespräche machst. Ja. Also deswegen gibt es auch wieder Unterschiede natürlich, was du gerade verkaufst oder für was du jetzt die Lead-Generierung hier machst, ja, es ist ein bisschen was anderes, wenn du jetzt ERP-Systeme verkaufst wie SAP oder vielleicht Antivirus-Software oder sowas, ja. Das dritte, was war jetzt das dritte? Motivation, ja, du brauchst einfach einen Sack voller Motivation. Und mit Motivation meine ich echte Motivation. Was ich damit meine, das erkläre ich gleich. Ich habe immer wieder Mitarbeiter oder sozusagen Mitarbeiter, die ich in der Testphase habe, ja, weil es ist leider so, dass du rein vom Lebenslauf her überhaupt nicht entscheiden kannst, wenn du jetzt jemanden einstellen willst für die Lead-Generierung, ja, also für Telefonakquise, ob derjenige wirklich die Performance dann auch bringt oder nicht. Ja. Und das heißt, du musst die mal testen on the job. Ja. Das ist eines dieser Berufe oder dieser Tätigkeiten, die du nur on the job wirklich testen kannst und sehen kannst. Ja. Und viele sind motiviert, ja, als solches, zum Beispiel, also so oberflächlich motiviert. Ja. Wie soll ich das jetzt am besten erklären? Also sehr augenscheinlich motiviert. Ja. Die sind, sagen wir mal so, ja, die lachen, die sind einfach, die strahlen, ja, weil sie einfach den Job wollen. Okay, das ist schon mal eine gute Voraussetzung natürlich, ja.
aber sozusagen intrinsisch motiviert ist, wenn die nachhaltig motiviert ist, wenn die, sagen wir mal, 4 Stunden am Tag Telefonakquise machen und sie niemanden erreichen können, okay, gibt es zwei Möglichkeiten. Ja? Sie sagen sich, ja gut, war ein schlechter Tag. Oder zweite Möglichkeit, sie hängen nochmal 2 Stunden dran von ihrer eigenen Zeit und versuchen mal ein bisschen was anderes, versuchen mal vielleicht andere Wege ins Gespräch zu kommen, ja, über andere Wege. Ich habe hier ein Video mal gemacht, Entscheiderstrukturen, ja, verlinke ich hier oben in YouTube. Wie man jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, bevor ich jetzt, wenn ich jetzt 20 Mal einen Entscheider nicht erreichen kann und ich auch nicht richtig verstehen kann, nicht richtig abschätzen kann, ob ich jetzt einfach nur da nicht durchgestellt werde, weil es einfach die Policy ist, was häufig der Fall ist, oder ob ich da einfach nicht durchgestellt werde, weil er eben so schlecht tatsächlich zu erreichen ist, was auch häufig der Fall ist, meistens sogar eine Kombination daraus, ja, er ist wirklich tatsächlich schlecht zu erreichen und man würde es doch eher lieber vermeiden, dass er ständig dann gestört wird in der wenigen Zeit, wo er dann vielleicht mal zur Verfügung wäre. Also das heißt, du hast da wirklich eine große Herausforderung, da mal ins Gespräch zu kommen mit einem Entscheider. Du musst dann einfach mal andere Wege nehmen geben. Dann hilft es nichts, wenn du jetzt sagen wir mal bei 20, 30 Mal Wahlversuchen den Entscheider nicht erreichen kannst und dann noch mal 30 Mal versuchst und noch mal 30 Mal. Und dann hast du 100 Wahlversuche und hast einfach nichts erreicht und mit niemandem gesprochen. Du hast nicht mal einen sogenannten Nettokontakt. Ja, Nettokontakt ist, wenn du zumindest mal mit einem Influencer sprichst oder mit einer Chefsekretärin oder mit irgendjemand anders, einem Kollegen aus der gleichen Abteilung, der dir irgendwie ein bisschen weiterhilft. Ja? Wenn er dir nur weiterhilft, wenn er dir nur sagt, naja, der Herr sowieso, Herr Meier-Müller-Entscheider, ist jetzt gerade in China auf Reisen, dann hast du hier wenigstens schon mal wieder eine extra Information, dass du jetzt nicht die nächsten, sagen wir mal, 3, 4 Tage nur damit verwendest, ja, ständig hier ins Blaue hinein zu telefonieren, wo der in China irgendwo ist und gar nicht die Möglichkeit besteht, dass du mit dem Entscheider sprichst. Und so weißt du dann, okay, ab Montag frühestens versuche ich es dann wieder. Aber diese Information kriegst du halt nicht, wenn du immer nur direkt versuchst oder dich einfach über die Zentrale durchstellen lässt, weil die Zentrale häufig nicht den Einblick hat. Ich würde mal sagen, in 3 von 4 Fällen hat die Zentrale nicht den Einblick in den Terminkalender deines Entscheiders. Das weiß vielleicht aber ein Kollege oder eine Assistenz oder eine Chefsekretärin oder die Sekretärin des Geschäftsführers oder was auch immer. Dass es dann noch für Möglichkeiten gibt. Das hängt auch immer von der Unternehmensstruktur eben wieder ab. Ich verlinke auch das Video hier oben nochmal. Unternehmensstruktur ist ein sehr häufig, ich glaube mittlerweile 500 Mal geklicktes Video, was relativ häufig ist für dieses Thema in YouTube. Dass du einfach schaust, okay, mit wem kann ich mich noch unterhalten, wer kann mir dann noch weiterhelfen, wer kann mich dann noch weiterbringen. Ja? Und auch da gibt es dann wieder Firmen, die sagen, naja, unsere neueste Datenschutzverordnung, Policy ist so streng, ich darf dir gar nichts sagen. Das gibt es auch immer. Aber ganz ehrlich, ich telefoniere jeden Tag selbst von früh bis spät, nicht nur meine Mitarbeiter. Und das ist einer von 20. Ja? Gott sei Dank noch so, dass es maximal einer von 20, hängt auch wieder von Nische, Branche ab, immer wieder das Gleiche. Aber sag mal, einer von 20 sagt, ich sag dir gar nichts. Ne? Also wir sind hier top secret, ja, null Informationen. Ja? Und alle anderen ist so ein gutes Mittelfeld und manche sind extrem hilfsbereit und extrem offen. Und die helfen dir immer weiter, wenn du halt mit den anderen nochmal ins Gespräch kommst. Ja? Also sehr wichtig hier, aber einfach die Motivation, wir waren ja beim Punkt Motivation, einfach die Motivation auch zu haben, hier mal andere Wege zu gehen. Dran zu bleiben am Ball. Ja, ich hatte das letztes Monat wieder so einen Fall, da wo einfach die Motivation von dem Mitarbeiter war da, ja, aber es fehlte halt diese innovative, also sozusagen over-the-top-Motivation. Ja, es bringt einfach nichts zu sagen, ich habe hier doch was geleistet, ich habe hier doch 4 Stunden telefoniert, ja, und ich habe halt einfach 30 Mal niemanden erreicht, ich habe doch was getan. Ja, gut, schön, aber das wird dir den Job nicht langfristig garantieren. Das kann ich dir versprechen. Ja?
Nur einfach, Telefonakquise ist kein Job, wo du hingehst und sagst, naja, hallo, ich habe hier was getan, ne? Ich habe hier telefoniert, habe halt niemanden erreicht, also letztendlich habe ich doch wieder nichts getan, aber ich habe halt nicht telefoniert und das ist der eigentliche Job, ja? Besuchstermine zu generieren, ja? Verkaufschancen zu eruieren, ja? Firmen zu profilieren, Bedarfssituationen zu analysieren. Ja? Das sind die Dinge, die Mehrwert erzeugen. Nicht nur der Besuchstermin als solches, sondern einfach auch die anderen Dinge. Da mache ich jetzt gleich noch ein Video dazu, kannst du gerne anschauen. Bis später dann, ich hoffe, das ist soweit klar, welche Skills du benötigst, ja, um in langfristig